Gut, gut. Bringen wir unseren lieben Renius das Stofftier wieder zurück. Du bist wieder da. Und? Hast du Torus fangen können? Ja. Ha! Ja, das ist er. Boah, das war einfach großartig. Tausend Dank dir. Ohne dich hätte ich den sicher nie wiedergesehen. Rita und Gaius werden grün vor Neid werden, wenn ich denen erzähle, dass ich jemanden wie dich zum Freund habe. Du bist doch mein Freund, oder? Fragen? Na, aber klar doch. Du hast mir geholfen und jetzt helfe ich dir. Schieß los. Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube 7 Jahre oder so. Ja, das dürft sein. 7 Jahre. ich weiß nicht. Kann schon sein. Aber Papa hat mir schon sehr früh Lesen beigebracht. Und ich liebe es einfach. Bücher, das sind wie Bilder, in die man reingehen kann. Wenn ich groß bin, will ich auch mal schreiben. Okay. Ein Stein? Wieso fragst du? Und selbst wenn ich ihn haben sollte, wieso willst du ihn denn haben? Weißt du denn also, wovon ich spreche? Na gut. Ja, ich weiß, welchen Stein du meinst. Und ich kann ihn dir auch zeigen. Aber nur unter einer Bedingung. Mann, du bist echt gemein, weißt du das? Du willst was... Dass wir einen Handel machen. So nennt ihr Erwachsenen das doch, einen Handel, oder? Ganz einfach. Du erfüllst mir 3 Wünsche und dann zeig ich dir den Stein. Naja, ich hab eben 3 Wünsche bei dir frei, die du mir erfüllen musst. Und keine Sorge, es wird richtig Spaß machen, du wirst schon sehen. Was meinst du? Schlägst du ein? Großartig! Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Wir können auch schon gleich anfangen. Komm in ein paar Minuten einfach runter zum Strand. Bis gleich. Okay. Ab zum Strand dann halt. Ups. Einmal noch. Der linke Schalter bestimmt die Geschwindigkeit und das Flugmuster. Und der rechte setzt die Kugel in Bewegung. Alles verstanden? Habe ich. Danke, Papa. Du bist echt der beste Vater, den man sich wünschen kann. Und du der beste Sohn, kleiner Rakadu. Aber schau mal, wer gekommen ist. Ich lasse euch beide jetzt erstmal allein. Und nicht vergessen, lenkt die Kugel niemals in Richtung des Dorfes. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemandem was passiert. Viel Spaß euch beiden. Hey, du bist ja richtig schnell gewesen. Und, bist du soweit? Es wird richtig lustig, versprochen. Also, eigentlich ist es ganz einfach. Kannst du einen Bogen benutzen? Ach so? Naja, ist nicht weiter schlimm. Das klappt schon irgendwie. Ich bin mir sicher, du wirst das richtig gut machen. So, jetzt schau her. Tada! Ist sie nicht großartig? Das ist eine Sternlingssphäre.
Fatih hat sie hinten bei der alten Ruine am Strand gefunden und sie nur für mich wieder zusammengebaut. Und angeblich ist sie richtig alt. Die Sternlinge haben sie damals benutzt, um ihren, wie nennt man das, ihren Armbrustschützen das Zielen beizubringen. Toll, oder? Ich weiß, aber Fatih kann sowas. Okay. Immer wenn ich irgendwas zerbreche, baut er es gleich wieder zusammen. Er ist wie ein Zauberer, sage ich immer. Was willst du mit der Kugel tun? Na was wohl, wir werden sie natürlich ausprobieren. Ich wollte das schon immer machen, aber Papa sagt, dass ich noch zu jung bin, um einen Bogen zu halten. Aber das bist du ja nicht. Also, mein erster Wunsch ist, dass du mit mir die Kugel ausprobierst. Klingt machbar. Ganz einfach. Du nimmst dir den Bogen da und ich lass die Kugel fliegen. Wenn sie dann erstmal in der Luft rumfliegt, musst du sie mit Pfeilen treffen, bevor sie wieder landet. Ah ja, und schießt erst, wenn die Kugel sich geöffnet hat. Das ist wichtig. Also, alles klar soweit? Ich würde sagen, wir fangen langsam an. Und dann mache ich sie schneller und wirrer. Bist du bereit? Prima. Es braucht dir nicht peinlich sein, wenn du die ersten drei Runden nicht triffst. Wir können es so oft spielen, wie du willst. Also, nimm den Bogen da, dann schalte ich die Kugel an. Mach dich bereit. Objekte. Übungsbogen. Eins, zwei und los. Mann. Boah, das war schnell. So, schalten wir sie nochmal schnell. Auf mein Zeichen. Eins, zwei und los. Pfeffer. Pfeffer. Zehn Treffer. Das war großartig. Vor dir müssen sich die bösen Kerle sicherlich in Acht nehmen. Wie sieht's aus? Willst du es nochmal probieren? Vielleicht triffst du ja diesmal noch mehr. Ja, das glaube ich dir. Aber du hast das wirklich toll gemacht. Danke, dass du mit mir gespielt hast. Ich sag Papa jetzt erstmal, dass wir fertig sind. Komm einfach wieder ins Haus, dann sage ich dir meinen zweiten Wunsch. Gut, 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 gut. Ist das schrecklich ruckelig, sobald man gegen irgendwas guckt. Mhm.
Was ist denn nochmal das Haus von dem? Ich meine, es muss das hier. Mal gucken, wir haben hier eine Taverne. Was es hier so gibt. Schreitet wohl! Schreitet wohl, schreitet wohl. Und herzlich willkommen im schweigenden Mond. Ihr seid nicht von hier. Wohingegen man draußen nach einem Tropfen klarem Wasser tagelang suchen muss? Heutzutage erledigt den Großteil davon natürlich der Fluss aus dem Berg. Aber es gibt eine Legende, wie er entstanden ist. Wollt ihr sie hören? Natürlich! Nun gut. Ihr habt sicherlich schon die alten Ruinen am Wasserfall gesehen, oder? Es heißt, dass dort einst ein reiches, adeliges Gefährtenpaar wohnte. Sie hatten sich allesamt von dem Chaos der Hauptstadt losgesagt und waren deshalb in jenen entlegenen Winkel des Landes gezogen. Eine eigentümliche Entscheidung, wenn man bedenkt, dass das Tal früher nicht mehr als Staub und Sand war. Aber dennoch taten sie es und sie bezahlten die besten Handwerker Dünenheims, damit sie ihnen hier ein Heim errichteten. Obst, Brot und Wasser wurde ihnen jeden Tag mit einem Myriaden herbeigeflogen und so lebten sie hier einige Jahre, bis im Bauch der Frau eines Tages eine Leibesfrucht ersproß. Und so bekamen sie inmitten der staubigen Mauern ihres Anwesens ihren Sohn, Suneri. Er war ein prächtiger Junge, jung und kräftig. Schon mit 3 Monaten lernte er das Sprechen und nur 1 Jahr später konnte er bereits laufen. Unsicher und schwankend, aber dennoch. Alles schien, als würde die eigentümliche Familie dort einem schönen Lebensabend entgegenstreben. Doch dann geschah etwas Seltsames. Die Myriadenlieferungen blieben aus. Erst einen Tag, dann eine Woche und schließlich eine ganze Mondwende. Egal wie lange sie am Horizont auf den Myriaden warteten, er kam einfach nicht. Und langsam neigten sich ihre Vorräte dem Ende. Erst die Datteln, dann das schale Brot und schließlich die letzten Schläuche Wasser. Die Strecke bis nach Dünenheim oder zur nächsten Oase war viel zu gefährlich. Und so waren sie in dem Tal gefangen. Sie würden dort sterben, meinte der Vater eines Tages, als er mit seiner Gefährtin und Suneri, damals 6 Jahre alt, beisammen saßen. Und genau das schien zu geschehen. Bis zuletzt hatten der Mann und die Frau die äußersten Vorräte für ihren Sohn aufgespart. Doch irgendwann war selbst für ihn nichts mehr übrig. Der Vater war selbst kaum mehr als ein Wrack, ausgemergelt und knochig wie ein Verlorener. Und die Mutter war längst dem Dünenfieber verfallen, das jene ereilt, die zu lange ohne Speis und Trank unter der unerbittlichen Sonne der Pulverwüste wandeln. Der Junge war verzweifelt. Er schrie, weinte und flehte zu den Göttern, dass sie sich erbarmen möchten. Doch seine Bitten blieben unerhört. Und dann, an einem ungewöhnlich grauen Morgen, war es vorbei. Die Mutter und der Vater des Knaben waren dahingeschieden. Und nur noch er lag delirös, seine Kehle trocken wie Pergament, neben ihnen im Hof des alten Anwesens, den sie alle 3 so geliebt hatten. Der Junge warf einen letzten Blick zum Horizont, dessen rot-goldene Sonne sich an jenem Morgen nicht gezeigt hatte, und wollte gerade die Augen schließen, als sich seine Gedanken ein letztes Mal in ihm aufbäumten. »Warum geschieht mir das?«, flüsterte er verbittert. »Was haben wir verbrochen, dass uns ein derartiges Schicksal widerfährt? In mir schlummert doch noch so viel Leben.« Und als er da so lag und über die Ungerechtigkeit dessen, was geschah, reflektierte,
übermannten ihn die Tränen. Und ein Wunder geschah. Als die erste Träne des Jungen den sandigen Boden erreichte, begann dort eine Feuerblume zu sprießen. Dann Gras und dann Bäume. Wie ein Erdriss während eines Bebens schoss die Welle der Lebenskraft durch das staubige Tal und überall entsprossen wundersame Gewächse. Ja, sogar Schmetterlinge, Würmer und Vögel erschienen plötzlich aus dem Nichts. Und kaum als das der Junge begriffen hatte, was geschah, durchbrach auch schon ein Wasserfall den großen Felsen. Und als er da so lag, die Augen nass und brennend, begriff er, was er getan hatte, ohne es selbst zu verstehen. Dann lächelte er, schloss er die Augen und starb. Tja, das war's. Und, was haltet ihr von der Legende? Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Sulzig? Nun, ich schätze, ihr habt irgendwo recht. Aber ihr hattet ja danach gefragt. Gerne doch. Und wisst ihr was? Nehmt das hier als kleines Willkommensgeschenk. Es ist ein selbstgebackener Dattelkuchen. Der beste in der ganzen Pulverwüste. Das kann ich euch garantieren. Gut, gut. Was hat sie denn so dabei? Nicht viel. Reitet wohl, schreitet wohl und herzlich willkommen im schweigenden Mond. Ihr seid nicht für die Silberoase.